Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Zusammenfassung und zwar von dem zweiten Abenteuer in meiner Jahr des Feuers Kampagne von eigenen Gnaden. Achtung, Disclaimer, hier geht es nicht um das Abenteuer, so wie es dann in dem Buch steht, in der großen Sandbox. Hier geht es nicht um die Wildermark, zumindest noch nicht. Es geht natürlich auch um die große Sandbox, die dann Dapazien ist bzw. wird und ich habe mich hier dann bedient. Das heißt, wer dieses Abenteuer noch spielen will oder gerade spielt oder wer es meistert, der kann es tatsächlich sich doch ansehen, denn es hat wenig mit dem eigentlichen Abenteuer zu tun. Aber ich habe es trotzdem so genannt, denn es greift darauf zurück. Ja, das eigentliche Abenteuer Nummer 2 in diesem Zyklus sollte sein, wenn Federn golden fallen. Ich werde das Abenteuer jetzt so nicht vorwegnehmen, weil wir es nicht gespielt haben, aber ich habe mich auch hier bedient und diese dann zusammen ja, kombiniert und vermischt und eine große, große Sandbox dann daraus gemacht. Was sollte nach dem kaiserlichen Frühlingsturnier jetzt also passieren? Es sollte eigentlich darum gehen, dass die Helden von Gareth aus nach Norden reisen und dann von Werheim in Richtung Osten aufbrechen, um in den Schwarzen Bergen in der Schwarzen Sichel ein paar Beobachtungen nachzugehen, denn dort fehlen Greifen. Das ist so der eigentliche Hintergrund. Ich habe, wie gesagt, dann eine Kombination draus gemacht, denn in meiner Jahr des Feuers Kampagne wusste das Mittelreich bereits, dass Galotta demnächst angreifen wird. Woher wussten sie das? Einfach weil die Helden im Verlaufe der Kampagne auch schon den Stab der tausend Augen gespielt haben und die Pläne von Kolakai erbeuten konnten. Wer da den Hintergrund zu wissen möchte, der kann sich die dementsprechende Zusammenfassung dort ansehen. Also, Ausgangspunkt ist, dass Mittelreich weiß, dass Galotta angreifen wird und dementsprechend muss Dapazien evakuiert werden, damit wir so etwas wie eine Wildermark nicht bekommen. Das also Ausgangspunkt und nach dem kaiserlichen Turnier wollten sie also aufbrechen, auch wieder in Richtung Norden, auch nach Werheim und dann nicht zur Schwarzen Sichel, sondern als Gaugrafen, sprich mit Sondervollmachten ausgestattet, können dann sogar Baronen und auch Grafen befehlen, stehen sie also leicht über ihnen. Sollten sie Dapazien evakuieren, damit viele, viele Menschen hier nicht sterben müssen. Das war die Ausgangslage. Und sie konnten ganz generell jetzt in dieser Welt eigentlich alles tun und machen, was sie wollten. Sie hatten keinen großen Plot von mir. Ich habe einfach nur gesagt, evakuiert das Land, wie ist mir egal. Ja, was ist jetzt also bei uns passiert? Sie sind aufgebrochen, haben sich kurz vorher noch in Gareth mit Polberra unterhalten. Denn Polberra, ein Schwarzmagier aus Brabak, der hat schon eine gewisse Vergangenheit gemeinsam mit Gaius Cordovan Eslam Galotta, also demjenigen, der jetzt dieses Jahr des Feuers dann ausrufen wird, der dann später noch einmal wichtig wird. Und der hat dann viele, viele Hintergrundinfos schon jetzt gegeben, die noch nicht wichtig sind, aber demnächst wichtig werden könnten. Ja, nachdem sie sich mit Polberra unterhalten haben, sind sie aufgebrochen. In Werheim haben sie ein mysteriöses Artefakt bekommen von der KGA, die Plagenknolle. Ein Artefakt, was wohl mit diesem Jahr des Feuers in Verbindung steht. Das wurde gestohlen von jemandem aus der KGA aus der Feste Auralet, also eine Bandstrahler Hochburg. Da wurde es herausgestohlen und sie sollten es jetzt erst einmal verwahren, bis es dann soweit ist und man den wahren Namen dieses Artefakts braucht. Der erste Weg von Werheim war dann Berla. In Berla, eine Baronie, haben sie dann mit dem Baron gesprochen, haben ihm gesagt, die schwarzen Horden kommen und ihr solltet dann euch doch bitte evakuieren. Also genau dieses Spielchen haben sie immer getan und getrieben und mussten da dann eben auf dem höfischen Boden beweisen, dass sie etikett unterwegs sind. Das hat auch hier im ersten Punkt relativ gut geklappt. Sie haben sich da zusammengesetzt mit denen und die haben dann auch versprochen, ja, wir evakuieren, wir sorgen dafür, dass unsere Reiter dann losreiten, um allen Bauern in der Umgebung dann Bescheid zu sagen. Denn so eine Baronie ist unglaublich groß und da dann jedem einzelnen Bauernhof Bescheid zu sagen, ist für eine Heldengruppe von 6 Mann sehr, sehr schwierig. Da greift man dann lieber auf die Botenreiter eines Barons zurück. Von hier aus ging es dann von Berla aus in Richtung Norden und zwar nach Rabenmund, nach Burg Rabenmund, wo dann auch die namensgebende Familie sitzt, zumindest ein kleiner Teil. Und hier haben sie dann mit Answin dem Jüngeren gesprochen. Das ist jemand, der verwandt ist mit Answin dem Älteren, beziehungsweise der, der jetzt in der Verbannung lebt. Auch der wird im Verlaufe dieser Kampagne noch einmal sehr wichtig werden und hier habe ich schon
einige Änderungen betrieben, denn ich habe Leomar vom Berg bereits dann hier integriert als Verräter. Was heißt Verräter? Er hat sich gemeinsam mit Lutisana von Pericum aufgemacht aus Gareth, hat sie befreit aus den Verließen der KGA und dann gemeinsam mit ihr als Söldnerführerin dann den Anzivinisten angeschlossen. Auch das wird später noch einmal integriert. Das wird noch einmal sehr wichtig werden für den Verlauf der Kampagne, für die Schlacht der drei Kaiser und eben auch dann für die spätere Wildermark. Da werden dann Leomar vom Berg und auch Lutisana von Pericum als Verräter etabliert und ich habe das jetzt schon einmal vorgegriffen, was dann zu äußerst politischen Variation führen könnte. Also hier müssen die Helden dann besonders vorsichtig sein, dass sie da dann nicht dem Falschen auf den Schwanz treten. Also auch hier hat die Evakuierung grob funktioniert. Sie haben das erreicht, was sie erreichen wollten, das sie erreichen sollten. Aber sie haben eben auch festgestellt, dass mit den Anzivinisten nicht wirklich zu spaßen ist, denn die machen wirklich ihr eigenes Süppchen. Die hören nicht wirklich darauf, was der Kaiser bzw. die Kaiserin von ihnen will. Und hier hat man schon die Anspannung gespürt. Das wurde also sehr, sehr knifflig. Dann haben die Helden festgestellt, dass sie krank werden, dass sie an einer Seuche leiden, die dann auch um sich greift und zunehmend dann mit körperlichen Verfallserscheinungen zu kämpfen. Das liegt natürlich an der kamalen Wirkung dieser Plagenknolle, die sie jetzt mit im Gepäck hatten. Ömer hat sich die eingesteckt und dann verwahrt, damit dann später die Magier darauf zurückgreifen können, hat aber eben dazu geführt, dass sie krank werden. Und auch das war dann ein Plot, das war ein Hintergrund. Sie mussten sich also auch um ihre eigene Krankheit kümmern, damit sie nicht sterben. Während sie sich so ein bisschen daran damit arrangiert haben, sind sie dann weitergezogen, zunächst in die Grafschaft Zweimühlen. Da hatten sie dann zu kämpfen mit einer Torwallerin, die hier als Gräfin eingesetzt war und dann doch die Dinge etwas anders angegangen ist, sehr torwalsch geprägt und sich dann nicht hat lenken lassen von den Gaugrafen, die ihnen eigentlich überlegen sind, zumindest politisch, sind sie ihnen überstellt. Das hat sie allerdings wenig gekümmert und sie hat da ihre eigenen Wege gesucht. Da mussten die Helden also auch wieder etwas improvisieren, denn ganz so einfach kann ich es den Helden natürlich nicht machen. Sie haben dann zwei Mühlen kennengelernt. Auch das ist dann eine der Städte, die dann in der richtigen von eigenen Gnade-Kampagne sehr wichtig wird und dann Ausgangspunkt für Heldenexpeditionen wird. Also auch diese Stadt werden wir wiedersehen, beziehungsweise werdet ihr wiedersehen, solltet ihr von eigenen Gnaden spielen. Hier war sie dann allerdings noch nicht zerstört und verheert, dann durch den Wurm, beziehungsweise den endlosen Herrwurm. Es war also ganz interessant mal zu sehen, wie sah denn zwei Mühlen vorher aus. Nachdem sie sich dann doch noch arrangiert haben und mit vielen Tagen dann mit dieser Gräfin verständigen konnten, sind sie weitergezogen natürlich und dann haben sie ja in verschiedenen kleineren Ortschaften auch gelernt, dass es sowas wie Speer gibt, Speer vom Feind, Lolgramot-Paktierer, die unterwegs sind und dann schon für Unfrieden stiften, für Verrat. Die Lolgramot-Paktierer sind ja unglaublich schnell unterwegs. Also da haben sich auch die Hinweise verdichtet, dass es sehr bald losgeht und dass sie dann doch weniger Zeit haben als eigentlich gedacht. Die Gruppe hat sich hier dann getrennt und sind dann nach Galles geritten, zumindest ein kleiner Teil von ihnen. Und hier in Galles haben sie dann tatsächlich auch mitbekommen, dass es losgeht und dass sie jetzt auf dem Weg sind und nur noch wenige Stunden bleiben. Galles selbst konnte dann gar nicht mehr evakuiert werden, nur noch die Helden haben sich dann mit Pferden aus der Stadt gemacht und mussten dann fliehen, mussten dann heranpreschen und sind wieder aufgeschlossen zu ihrer kleinen Gruppe. Und von da aus ging es dann eigentlich wieder zurück. Also ich habe die Wildermark bzw. die zukünftige Wildermark vorgestellt, habe da Partien gezeigt, als es noch nicht verheert war und dann eben angeteasert, wie es werden könnte. Mit dem eigentlichen Abenteuer Güldene Federn hat es wie gesagt sehr wenig zu tun und auch mit der Kampagne von eigenen Gnaden hat es sehr wenig zu tun, aber es war eine Mischung, eine große Sandbox aus beidem. Ja, sie sind also rumgereist, haben Grafen und Barone darüber informiert, dass es losgeht und sind dann wieder zurückgeritten.
Mir persönlich hat diese Variante sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich hatte mit jeder einzelnen Sitzung sehr viele unterschiedliche NPCs, die ich vorstellen durfte, auch sehr viele offizielle NPCs, die dann wieder im Verlauf der Kampagne wichtig werden. Also mir persönlich hat diese Kampagne sehr viel Spaß gemacht und damit endet dieses Abenteuer allerdings auch recht zügig. Wir haben da gar nicht so sehr lange dran gespielt. Es waren nur 35 Folgen. Das geht natürlich wesentlich ausgereifter, aber ich habe mich dann hier für eine schnelle Intervention entschlossen, habe ihnen gezeigt, dass die Zeit drängt und dass sie gar nicht so sehr viel Zeit haben, wie eigentlich gedacht, das war mir sehr wichtig. Und danach, nachdem sie sich dann gesammelt haben in Werheim, hatten sie eine kurze Vorbereitungszeit und danach ging es auch los mit der Schlacht von Werheim bzw. dem Untergang von Werheim. Das allerdings werdet ihr dann sehen in einer weiteren Zusammenfassung, wenn wir uns das nächste Abenteuer ansehen, das dritte. Dieses Mal ja tatsächlich dann wieder offiziell und so nach Buch gespielt. Kapitel 3, der Untergang von Werheim. Dazu allerdings, wie gesagt, mehr in dem nächsten Video. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.